Astronomen haben herausgefunden, dass das Sterben eines Sternes nicht zwangsläufig das Ende ist. Ganze Sonnensysteme können dabei entstehen und sich erheben wie Phönix aus der Asche. Wenn ein großer Stern stirbt, geht er nicht friedlich und leise in die ewigen Jagdgründe über. Die Folge ist eine Supernova, eine gigantische Explosion, so hell, dass sie für einen Moment alles im Universum überstrahlt. Die meisten schweren Elemente, aus denen unsere Planeten und sogar wir gemacht sind, haben ihren Ursprung im Schmelzofen einer Supernova. Hier sehen wir schwere Elemente in den Überbleibseln der Cassiopeia A-Supernova, die weit ins All geschleudert wurden und sich mit interstellaren Gasen vermischten. Aus diesem Material bildet sich die nächste Generation von Babysternen, Bausteine für neue Sonnensysteme, für neue Planeten. Was aber wurde aus dem Stern, der in der Supernova starb? Sein Kern ist noch da, in Form eines Pulsars, eines kleinen Sternenkörpers mit unglaublicher Dichte. Eine Masse von 1,5 Sonnen, gepresst in eine Kugel mit gerade mal 10 Meilen Durchmesser. Ein Team um Dr. Deepto Chakrabarty am MIT hat anhand eines massiven Sterns, der vor rund 100.000 Jahren in einer Supernova sein Leben aushauchte, herausgefunden, dass selbst ein toter Pulsar noch immer Initiator völlig neuer Sternenformationen sein kann. Während ein Großteil des Sternenmaterials weit ins All geschleudert wurde, blieb aufgrund der Gravitation des Pulsars ein Teil der schweren Elemente in der Nähe. Wenn der ursprüngliche Stern sich schnell genug gedreht hat, so Dr. Chakrabarty, kann das Sternenmaterial auch eine Art Scheibe bilden, anstatt direkt in den Pulsar zu stürzen. Eine solche Scheibe von Sternentrümmern, die bei der Supernova entstanden sind, glaubt Chakrabarty gefunden zu haben. Diese Scheibe hat etwa die zehnfache Erdmasse und scheint der perfekte Ort zu sein für die Geburt neuer Planeten. Auf jeden Fall aber hilft diese Trümmerscheibe, das Wunder der stellaren Geburt zu verstehen. 1992 fanden Astronomen die ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die um einen älteren Pulsar kreisten. Wo aber kamen sie her? Könnten sie entstanden sein, als ihr Stern in einer Supernova unterging? Die Entdeckung einer planetenbildenden Scheibe um einen jungen Pulsar lässt darauf schließen. Es scheint, als könnten neue Planeten aus der Asche ihrer eigenen Sonne entstehen, wenn diese stirbt. Trotz allem sind Pulsarplaneten ziemlich lebensfeindliche Liegenschaften, denn Pulsare bieten nur wenig Licht und Wärme, tauchen ihre Welten dafür jedoch in ein Meer aus tödlicher Strahlung. Eine nukleare Mülldeponie irgendwo am Südpol wäre der deutlich schönere Ort.